Moin moin, du Leute, herzlich willkommen zu einer Samstagsfolge. Die erste Folge heute auf von Friesischen Marsch 1.3. Ja, ihr seht es, liebe Leute, 1.3 ist in Arbeit, ist noch nicht so ganz fertig, aber irgendwann in den nächsten Tagen wird die 1.3 rauskommen. Warum so schnell? Ja, es gibt natürlich dieses wichtige Thema mit dem Ertrag von Zwiebeln und von den, was anderes, Zwiebeln und Karotten, die sind eindeutig zu hoch eingestellt, einmal von der Menge selbst, was vom Feld runterkommt, ist es meiner Meinung nach und auch der Meinung vieler anderer Spieler zu hoch eingestellt und natürlich noch nicht passend der Verkaufspreis für das Ganze. Und dementsprechend habe ich mich natürlich rangesetzt und das Ganze mal ein bisschen angepasst. Ihr seht jetzt hier Preise für Karotte 184, cool, das ist ein mieser Preis, aber hier zum Beispiel ein Depot 500, nur noch nicht mehr 1000. Zwiebeln genauso und es kommt ein bisschen weniger runter vom Feld, dass sich das Ganze eigentlich jetzt ein bisschen angleichen dürfte an das Thema Kartoffeln oder Zuckerrüben. Finde ich ist eine relativ wichtige Sache und dementsprechend habe ich mich dazu entschieden, gar nicht mehr so viel großes Tumorborium 1.3 zu machen, sondern ja, ich denke, dass ich sie morgen veröffentlichen werde, wenn nichts mehr dazwischen kommt. Und zwar, ihr seht nämlich noch ein kleines neues Highlight und jetzt sind alle Felder definiert. Ihr habt nämlich die Zahlen, seht ihr jetzt hier, und zwar gehören dazu Feld, also die Grasfelder sind es ja alles, die vorher nicht richtig definiert waren, die ich erstmal nur auf die Karte gemalt habe, weil ich nicht diese Mühe mehr machen wollte, das richtig auszuarbeiten. Das habe ich jetzt aber gemacht und zwar geht das Ganze los, Feld 27, 28, 29, 30, 31, 32 hier unten, 33, 34 am Hof und die 35 hier links. Die ganzen Grasfelder sind jetzt sauber definiert und dementsprechend leuchten sie eben nachher im Zweifel auch für Multiplayer in der Farbe des Hofs. Natürlich hat sich von den Parzellen selbst nichts geändert. Das ist so, nur dass die Felder natürlich jetzt auch so definiert sind. Ist für Cosplay wahrscheinlich auch ein bisschen schöner auf den Feldern, da Cosplay das wahrscheinlich ein bisschen besser erkennt. Ich weiß es aber nicht. Kann auch sein, dass es so schon ohne. Dann haben wir einen schwebenden Eimer gefunden oder eher gesagt, ein fleißiger Spieler hat den gefunden. Wobei das war mehr eine Kollision. Also eine Kollision war hier, der Eimer war woanders und der sollte jetzt eigentlich hier stehen. Kann verrückt werden und schwebt nicht mehr in der Luft, weil die Kollision hier irgendwo liegt und das, was angezeigt wird in der Luft, passt jetzt. Strohschwatt vom Roggen habe ich noch ein bisschen verringert, dürfte jetzt hoffentlich ein bisschen besser passen vom Ertrag. Die Silos zwischen Hafen und der Zuckerfabrik schweben nicht mehr. Brücke zur Feld 19 habe ich ein bisschen angepasst und schwarze Deko an der Hofhalle ist auch verschwunden. So, und ihr könnt sonst zur Not heute nochmal in die Kommentare reinschreiben, wo ihr sagt, ah, das und das ist mir noch letzte aufgefallen, kannst du da nochmal kurz rüber gucken? Ja, werde ich wahrscheinlich dann nochmal rüber gucken, denn noch ist die Karte nicht hochgeladen, 1.3, aber ich denke, wie gesagt, damit ihr nicht zu viel Geld jetzt schöffelt in den nächsten Tagen mit Zwiebeln und Karotten, gibt es möglichst schnell die 1.3. Gut, so viel dazu, wir wollen aber natürlich hier produktiv weitermachen. Feld 14 wird wohl eine Mission sein, genau, wir hatten ja zwei Dinge. Gespannt. Ich habe Cosplay mal wieder aktualisiert. Ich habe jetzt Version 87 drauf. Entwicklerversion 87. Wir sind hier auf Feld Nummer 7. Da hat man noch nichts, ne? Wollen wir wieder ein bisschen versuchen, Düngerkurse kalkulieren zu lassen. Feld 7. Ja, ihr hört auch, ich bin immer noch ein bisschen verschnupft, ne? Die ganze Woche über guckt sich das eigentlich so durch. So, Vorgewende, mach ruhig eins. Weich scharf, das ist mir, also. Das mache ich jetzt mal, vielleicht klappt das damit besser. So, Kurs gucken wir uns an und sieht theoretisch passend aus, er fährt irgendwo hin. Oder haben wir jetzt wieder, naja, wir gucken uns das Ganze an. Abfahrer einstellen, den Kurs selbst speichern wir dann erst, wenn wir merken, dass er das ganze Feld für uns sauber abgearbeitet hat. Ich hoffe, die Missionen sind noch aktiv, ja, weil natürlich durch die ganzen Grasfelder wird es noch deutlich mehr Grasmissionen geben. Liebe Leute, achtet darauf, dass man, wenn man so eine Mission annimmt für Ballenpressen. Das ist leider vom Spiel so teilweise vorgegeben. Manchmal taucht die Molkerei auf. Experience macht keinen Sinn. Molkerei kauft keine Silage und nimmt keine Ballen ab, Grasballen, was auch immer, sondern hier zum Beispiel Gärtnerei ist in Ordnung oder Mischfutterfabrik ist logischerweise auch in Ordnung. Also die Missionen, die mir angezeigt werden, wären theoretisch alle im grünen Bereich. So, guck mal hier. Die letzte Bahn. Hopfen anpflanzen, dann können wir endlich unser Wachstum wieder einschalten und da mal ein bisschen Gas geben und vielen Dank wieder für die ganzen Kommentare in den letzten Tagen, Leute. Ich denke auch, dass wir jetzt zwei Varianten haben, die wir jetzt durchspielen könnten. Feld 27 einmal zu kaufen und dort direkt in Silagewald überzugehen. Für 188.000 kriegen wir das Ganze, dann haben wir noch 150.000 über und das reicht praktischerweise wahrscheinlich auch noch für Feld 33.
Und sobald wir denn da die Silagebahn verkauft haben von den beiden, können wir uns Feld 20 dazu kaufen und das zu einem schönen Feld machen. So, meine Überlegung. Und danach gibt es ja den nächsten Traktor. So, guck mal, das ist erstmal das Erste. Jetzt haben wir natürlich nicht mehr ganz genug Geld, aber das macht nichts. Düngen können wir an der einen Ecke eh nicht. Und wir müssen auch nicht mit dem größten Traktor mähen. Das machen wir mit dem Deutz, würde ich sagen. Ja, dann wissen wir schon, wie wir uns beschäftigen können. Ne? Ganz, ganz easy. Dann müssen wir natürlich wieder Kursplay-Kurse für einrichten. Und wir besitzen wieder ein bisschen mehr Land. Vor allem Grassilage Land, was wir jetzt ja gelernt haben, was mit Hilfe von Courseplay so gut bearbeitet werden kann. So, nutzen wir auch das Lenkrad und das Gaspedal zur Not wieder. Macht Sinn, ne? Achso, ne, okay. Und ihr hattet ja auch reingeschrieben in die Kommentare. Ich habe jetzt nochmal einen anderen Ballenanhänger mit. Kann sein, dass wir den in Zukunft nutzen. Und gutes Kommentar fand ich auch, warum ich nicht eigentlich Rundballen mache, weil durch das Skript, was ich drauf habe, dieses automatische Abladen, kann ja auch Rundballen eigentlich automatisch abladen und der Courseplay-Helfer, glaube ich, hält dann an, ne? Also es wäre ein Versuch wert. Wir müssten natürlich wieder die Rundballpresse und so ein Krams kaufen, fürs erste Mal vielleicht leihen auf dem Feld. Also es wäre ein Testversuch, weil dann haben wir nachher nicht das Problem, dass wir Pressen und Wickeln in unterschiedlichen Schritten machen müssen, sondern wir machen das Ganze praktisch in einem Schritt. Und müssen dann halt einen ordentlichen Anhänger haben für Rundballen. Und dafür habe ich auch einen neuen Mod-Anhänger mit. Und zwar ist es dieser große Tieflader, den es ja gibt. Einige von euch werden ihn kennen. Der kann, glaube ich, noch ein paar Ballen mehr mitnehmen. So, hier haben wir schon schön abgeerntet. Ich werde trotzdem, auch wenn wir jetzt das eine Feld gleich mähen, Wachstum auf anschalten, damit wir da mit unseren gepflanzten Feldern ein bisschen vorankommen. Und wir werden einen neuen Kurs hier aufzeichnen. Gras mähen auf der 27. So, Feldarbeit. Arbeitsbreite, einmal rechnen. Machen wir ein bisschen weniger. Aktuelle Position, er soll da hinkommen. Er soll ruhig zwei Vorgewände machen. Die darf er ruhig scharf machen. Dann darf er einmal rechnen. Und die Kurse sehen eigentlich halbwegs sauber aus, ne? Abfahrer einstellen, wollen wir mal gucken. Nee, warte mal, jetzt hat er schon den falschen Kurs. Wir machen mal am ersten Wegpunkt oder starten. Speichern tue ich den auch noch nicht. Ich speichere den, sobald wir merken, dass er anfängt zu mähen und dass das Ganze funktioniert. Ja, er ist fertig. Dann gehen wir jetzt mal wieder in den Pflanzenwachstum auf normal. Und dieses heißt auf der 14 ist abgeschlossen. Achso. Das war Quatsch. Da hatten wir den Standardhelfer drauf. Also hier normalen Helfer ist hier drauf. So, und lass uns gleich mal beenden auf der 14. Feld 10 wäre auch zu düngen und 13 wäre noch zu düngen, aber ich meine, wir müssen auch unser eigenes Feld einmal schnell Dünger hier überschütten. Ja, weil das haben wir ja mit der anderen Sämaschine angepflanzt, die keine Düngerfunktion hat und dementsprechend müssen wir es einmal düngen. Doch richtig, oder? Dann sehen wir ja gleich, ob er dann Helfer fährt oder nicht. Aber die hat ja keine Direktsaatfunktion gehabt und dementsprechend müsste er doch eigentlich dunkel werden, aber will er nicht. Gar nicht. Muss also doch erst noch eine Wachstumsstufe rein. Achso, ja doch, also eine Düngerstufe ist ja da drauf. Muss erst eine Wachstumsstufe rüber. Genauso auf 21, auf 2. Also danach haben wir richtig, richtig gut zu tun. Dann könnten wir jetzt doch noch bis dahin Feld 13 annehmen, würde ich behaupten. Düngen auf der 13, Vertrag akzeptieren. Und fahren wir damit schnell rüber.
Denn damit wollen wir uns ja eigentlich das zweite Feld am Hof noch leisten, um da einen großen. Da hätten wir nämlich nachher drei schöne Getreidefelder und drei schöne Grasfelder. Das sind ganz gute Voraussetzungen, in Zukunft mehr schneller Geld zu verdienen, gerade mit der Hilfe von Kursplay. Ja, wo es auch eigentlich ganz gut läuft, muss man sagen. Bin zufrieden. Mit der Rundballen-Variante werden wir testen. Wenn es gut läuft, ist es. Können wir das auch nutzen. War ich nicht hier rüber? Na egal, fahren wir runter rum. Können wir gleich nochmal Düngen auf der 13 kalkulieren lassen, nach dem gleichen Schema wie der. Fährt er denn überhaupt noch? Die Pferd. Wenn er das schafft. Heutige Aufnahmesession ist fürs Wochenende, also das werden wir auf jeden Fall noch merken. Dann können wir den Kurs perfekt speichern. Dann sollten wir gleich nochmal zu dem Düngerheini gucken. So. Ich habe die Fruchtsorten noch nicht zurückgesetzt, deswegen steht hier immer noch die Baumwolle. Ne? Das sieht natürlich in neueren Versionen nicht. So, Feld 13 sind wir hier. Rechne mal 30 Meter, ich mache einen Meter weniger. Aktuelle Position. Mach ein Vorgewende, mach am Startpunkt enden und sage mal Station. Fang am ersten Wegpunkt an und dann viel Erfolg. Guck mal, der ist gleich fertig. Das passt. Er schafft das. Das Feld ist gleich durch. Also, F7 Düngen wäre das dann hier. So, guck. Entlassen. So, dann bin ich schon fertig. Warte mal, ich brauche das nicht mehr angezeigt, da muss ich ja erst wieder rausnehmen, ne? Okay. Passt. Easy. So, 7 Düngen abgeschlossen, abschließen und dann gehen wir direkt rüber zu Feld 10. Ja, das läuft ja hier wieder Dünger. Dünger da drüben. Da kalkulieren wir auch nochmal auf Feld 10 neu. F10 Düngen. Das hat gerade richtig gut funktioniert. Freue mich. Kursplay-Variante 87 war das. Ich empfehle. Der Mäher mäht nämlich auch noch auf der 27. Der hängt da nirgends auf. Oh, da hängen wir jetzt aber ein bisschen dämlich, weil ich nur auf die Karte gerade geguckt habe. Das ist mir in LS 17, glaube ich, auch schon mehrmals passiert, dass ich diese Leitplanke irgendwie immer wieder vergesse und denke, oh ja, da komme ich schon irgendwie durch, aber nein, da ist der Leitplanke. Jetzt haben wir da so einen Düngerstreuer mit Hammer viel Dünger drin. Also dementsprechend wiegt der auch was. Ja, also ich hoffe, es gefällt euch. Ihr könnt ja mal reinschreiben nochmal zum Thema 1.3 Map. Wie gesagt, jo, doch, das passt schon. Das ist gut, dass du das schnell gemacht hast. Oder sagt ihr, nö, dafür würde ich die Karte jetzt nicht updaten. Ich will lieber den XXL-Ertrag von Karotten und Zwiebeln mir ein paar Mal gönnen. Werde dann irgendwann updaten auf die nächste Version. Ich habe auch schon geguckt wegen weiteren Fruchtsorten. Es gibt viele Fruchtsorten mittlerweile schon in LS19. Aber ich bin persönlich mit den Texturen gar nicht so glücklich und ich kann das nicht so richtig texturieren, weil ich kein Exportprogramm habe und dementsprechend auch die Zeit nicht dafür finde, auch noch die Texturen selber zu erstellen. Wenn irgendjemand von euch das kann, schreibt es mir gerne rein, nimmt Kontakt mit mir auf, vielleicht kann man da in dem Bereich ja was zusammen machen. Würde mich freuen. Es geht um das Thema Texturieren von Fruchtsorten, so wie Thema, ne, wie heißt das hier, Hirse. So wie Dinkel und ja, zum Beispiel. Die beiden Fruchtsorten würde ich so als nächstes favorisieren, wobei ich auch schon gesehen habe, dass es mittlerweile die ersten Rotkohl, Salat und sonstige Varianten, die gefallen mir optisch gar nicht. Sieht nicht gut aus. Und ja, sowas komplett einfach zu machen, ohne dass es überhaupt ansatzweise gut aussieht, das möchte ich nicht. Da muss ich erst gucken, dass es irgendwann bessere Texturen gibt, die man verwenden darf, oder ich muss das eben halt selbst hinkriegen, oder es muss jemand von euch dabei sein, der sowas kann. Das wäre cool. Ich weiß natürlich, dass der Modder das der Süd hämmern kann, aber der wird selbst genug Baustellen haben, also das auch nicht so leicht hinkriegen. So, wir müssen mal F4 düngen, weiß ich gar nicht. Lief F4 düngen? F7 düngen passt. Das haben wir jetzt rausgefunden. So, und hier kalkulieren wir nochmal neu auf der 10. Jojo, war ich aktiv. Vorgewende. So,
Passt schon, ne? Einmal checken. Sieht sauber aus. Wir sagen am ersten Wegpunkt. Viel Spaß. Im Düngen vom nächsten Düngermissionsfeld. Oh ja, guck mal. Er hat aber auch schon ein bisschen was geschafft. Jetzt macht er gerade so eine alberne Rückbahn, aber danach macht er ordentlich. Hat seine Vorgewände fertig und mäht. Das sieht so aus, als könnten wir auch den Kurs gleich speichern. Bin begeistert. Ach, hier vorne müssen wir, glaube ich, noch, ne? Wie ist das Feld denn jetzt bearbeitet? Sieht das gut aus oder müssen wir da nochmal diese Bahn hier ziehen? Oder liegt das, oder lassen wir das? Lassen wir. Oder? Doch nur, der ist nur Kalk und Dünger. Ich meine, da hätten wir doch Vorgewände gemacht irgendwann mal. Achtung, Überbreite. Und schon haben wir 166.000, reicht locker für das Feld. Und dann hoffen wir natürlich mit dem Pflanzenwachstum, dass hier bald was Schönes Neues kommt. Ne? Dass wenn wir uns Feld 20 kaufen, dass wir zumindest noch eine kleine Ernte mitnehmen. Ansonsten eben nicht. Und das hier zu einem schönen Grasfeld umfunktionieren. So mein Plan. Da wollten wir noch mal einen Weg durchmachen beim Pferdestall. Stimmt. Und die Pferde können wir ja auch bald verkaufen. Ha, wird richtig cool. Warum wird das richtig cool? Weil es richtig viel Geld bringt. Wir dann schon weiter expandieren können. Ich denke dann auch bald, dass wir die kleine Sämaschine verkaufen. Und dafür noch eine weitere große Horsche uns holen. Zum Beispiel. Oder vielleicht die Amazone. Müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall noch mehr Großes. Weil die Kleine werden wir im Zweifel eh nicht mehr nutzen. Ich glaube, der kann erstmal Pause machen, richtig? Nehmen wir uns erstmal hier rein und kann erstmal Pause machen. Lasse ich jetzt aber erstmal so in diesem Zustand, bevor ich dann irgendwie umrüste. Gut. Damit gedüngt. Das kann der halbe waren. Damit gedüngt. Da wird gemäht. So. Also mal kurz gucken. F21 mähen. Klappt doch eigentlich mittlerweile ganz gut, wenn ich mich richtig entsinne. Oder? Das war der gute Kurs, meine ich. Machen wir einen Ordner. Den nenne ich jetzt erstmal Grasfelder. So, und da kommt F21 Mähen rein. Und hier waren wir jetzt auf 27, nee 28, nee 27, oder? Warte nicht mehr. Ist jetzt auch grün, wird angezeigt, ne? Das war das Thema, was ich sagte, was Neues. Also speichern wir das Ganze hier mal unter F27 mähen. Packen wir es auch gleich, man. Ja, zu dem Grasfelder-Ding da. So, dann haben wir F21 Schwatt-Pressen. Da weiß ich jetzt nicht genau, was läuft. Feld 1 Schwatt. 1, 6 Meter. Das sind eigentlich Dinger, weiß ich nicht. Die können wir wahrscheinlich irgendwann demnächst wieder löschen. Felder zu Hof gibt es nicht mehr, weil wir das Silo weggemacht haben. Ja. Und diesen Kursplay-Zeugs, das können wir mal erstmal kurz mal nicht mehr anzeigen lassen. Ich würde sagen, ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn es Spaß gemacht hat, natürlich heute Nachmittag gibt es noch eine Folge. Ne? Vielen, vielen Dank, wenn ihr einen Kommentar und ein Like da lasst und dann später wieder dabei seid. Bis dann und tschüss.